Hallo Michael, wie geht's dir heute? Hallo Kolja, guten Morgen. Ja, alles bestens. Ich bin gerade in Deutschland und mir geht es ziemlich gut jetzt nach Weihnachten. Oder ist ja auch schon ziemlich lang her. Es ist ja schon 20 Tage her. Und seit Neujahr habe mich Ja. gut erholt, gut in das neue Jahr gestartet. Und ja, ich freue mich einfach auch, wie sich die Aktionärskultur, diese neue deutsche Aktionärskultur in Deutschland weiterentwickelt hat. Es gibt so die zwei Lager, die einen sagen, es entwickelt sich sehr, sehr positiv. Es gibt immer mehr Aktionäre und es gibt das andere Lager, das sagt, mir gibt es schon wieder zu viele Aktionäre und Ja. die traden ja gar nicht mehr rational und es wird blind investiert in die ganzen Tech-Aktien, in Bitcoin, in was gibt es noch alles, in Peer-to-Peer. Und es ist einfach eine spannende Zeit dabei zu sein, 2021. Und da Ja. freue ich mich einfach. Das kann man wohl sagen und spannende Entwicklung. Ich sehe, du hast heute auch einen recht dunklen Hoodie an. Ich habe auch einen Ja. schwarzen Hoodie heute an, eine schwarze Mütze. Ja, und ich habe es ja schon bei Instagram angekündigt. Das bedeutet, wir sprechen hier nicht über irgendeinen Trauerfall. Den gab es zum Glück noch nicht für uns dieses Jahr, auch wenn jetzt Joe Biden Präsident geworden ist. Hoffen wir mal, dass er die Steuern nicht zu so sehr erhöht für die Aktiengesellschaften. Denn eine von diesen Aktiengesellschaften, über die sprechen wir heute, und zwar BlackRock. Ich glaube, ich habe zu BlackRock Genau. wirklich auch noch nie ein Video gemacht. Und Ja. Michael, ich weiß nicht, ob du diese Dokumentationen kennst über Die wollte ich auch BlackRock. ansprechen, Kolja. Die wollte ich Genau, auch. und so die geheime Macht, die die Welt im Hintergrund kontrolliert. Ja. Und da wollen wir so ein bisschen Licht in diese schwarze Welt von BlackRock heute bringen. Und vielleicht könntest du uns ja mal zu Beginn deinen Eindruck von diesen Dokumentationen schicken oder sagen, wenn du die gesehen hast, Gerne. und dann vielleicht mal so ein bisschen abgleichen mit, was ist eigentlich BlackRock? Was machen die? Wer ist das? Und womit Ja. verdienen die ihr Geld? Ja. Kurz bevor wir starten, aber als kleiner Disclaimer, ich möchte hiermit dazu sagen, dass ich zwar in einige von BlackRocks Produkten investiert bin, dass ich aber selber keine BlackRock-Aktien halte. Ja. Genau, also bei mir ist es genauso. Ich habe keine BlackRock-Aktien, zumindest nicht direkt. Es könnte natürlich sein, dass Berkshire Hathaway undercover schon in BlackRock investiert hat oder so, aber nicht direkt oder dass es mir bewusst wäre. Aber ich habe auch Produkte, einen S&P 500 ETF zum Beispiel von BlackRock, von iShares. iShares ist ja deren ETF-Marke. Ja, und diese Doku, die heißt die unheimliche, also BlackRock- die unheimliche Macht, Fragezeichen. Ich glaube, die wird von einem unabhängigen Studio produziert, aber sehr, sehr gut und hochwertig. Schaut einfach mal bei YouTube, die ist wirklich sehenswert. Und dort wird BlackRock so beschrieben, wo ja auch Friedrich Merz gearbeitet hat. Der war ja Deutschlandchef von BlackRock und CEO und Gründer ist Larry Fink. Dort wird BlackRock so beschrieben, dass sie ja knapp 8% des weltweiten Vermögens besitzen oder kontrollieren oder investieren, ist eigentlich der richtigere Ausdruck. In der Doku steht so, sie besitzen 8% des weltweiten Vermögens und bestimmen, wo das Geld fließt und wo es nicht fließt. Tatsächlich ist es aber so, und das, ich würde jetzt nicht sagen, es wurde in der Doku verschwiegen, aber es wurde einfach nicht so drauf geschaut. Tatsächlich ist es ja so, wir Anleger, also du und ich, wir investieren ja in die ETFs und Fonds von BlackRock. Wir entscheiden ja, wo wir investieren. Investieren wir in den S&P 500, investieren wir in den nachhaltigen ETF, in den Space Technology oder in Renewable Energy oder Technology. Und BlackRock führt dann im Grunde nur aus. Aber es ist ja nicht so, dass wir sagen, wie ein klassischer Vermögensverwalter, wie wo ich ja bei UBS war oder wenn du zur Deutschen Bank, JP Morgan gehst, hier sind 1 Million Euro, do whatever you want und viel Spaß damit. Ja. Dann dieser hat die wirkliche Macht oder der Fondsmanager hat ja die Macht, weil der entscheidet aber. BlackRock macht zu 80% ETFs und die entscheiden eher so indirekt. Also mir kommt es vor wie ein Politiker oder auch Angela Merkel oder der US-Präsident. Du steuerst ein gigantisches Schiff mit unglaublicher Macht, auch wenn du ja Kanzler bist in Deutschland, aber letztendlich hast du einfach ein ziemlich kleines Ruder und kannst den Leuten eben nicht sagen, was sie zu tun und zu denken und so weiter zu haben und worin sie investieren sollen. Aber so oder so, die Doku ist sehr, sehr sehenswert und auch sehr, sehr kurzweilig. Und es ist natürlich eher wie bei vielen Dokus und journalistischen Werken sehr, sehr Clickbait und eher negativ und die Reichen sind alle unfair und so Ja, dargestellt. Aber also trotzdem sehr unterhaltsam. ich wollte auch sagen, natürlich kann man jetzt nicht den Einfluss wegdiskutieren, den Larry Fink hat. Oder wenn du natürlich, selbst wenn du jetzt nicht direkt den Kunden, wo ja auch ein sehr großer Teil institutionelle Kunden sind, ja, von Ja. BlackRock.
es investieren ja nicht nur Privatanleger in diese Produkte. Und du kannst natürlich trotzdem auch in beratender Funktion schon einen gewissen Einfluss haben, wo ja dann auch teilweise wieder von anderen Marktteilnehmern kritisiert wird, dass BlackRock beispielsweise die Stimmrechte, die sie ja unter anderem danach halten, einfach nicht stark genug managen oder einfach komplett ignorieren und zu passiv sind. Ja, und da gibt es immer von der einen Seite Kritik, von der anderen Seite Kritik. Aber was man schon deutlich sagen muss, ist, erstens, wie du es gesagt hast, am Ende entscheidet immer der individuelle Investor, wo er gerne investieren möchte. Und der zweite ganz wichtige Punkt, das Vermögen, was verwaltet wird, gehört natürlich nicht der Gesellschaft selbst. Ja? Das heißt, auch wenn dieses verwaltete Vermögen in die Billionen geht und wo man immer dann die großen Zahlen in Verhältnis zu Fußballfeldern oder anderen anschaulichen Dingen in den Dokus sieht, ist ja das ist ja die eigentliche Marktkapitalisierung von BlackRock selbst nur ungefähr 100 Milliarden US-Dollar, weil sie eben nicht das gesamte Vermögen, was sie verwalten, eben selbst besitzen. Ja? Und dann ist es natürlich auch wiederum so, dass BlackRock selbst eine Aktiengesellschaft ist, die ja wiederum von Tausenden und Abertausenden anderen Aktionären besitzt oder besessen wird. Das heißt, diese einige wenige Konzerne, die angeblich alles auf der Welt kontrollieren, das ist, wenn man sich das in der Praxis anschaut, dann immer schon so ein bisschen differenzierter noch. Ja? Aber vielleicht, du hast ja auch schon den Namen iShares genannt, die Kernsparte ja unter anderem von BlackRock und viele Anleger werden das wahrscheinlich auch schon kennen. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen allgemein das Geschäftsmodell von BlackRock schildern, womit sie ihr Geld verdienen und was sie eigentlich machen. Sehr, sehr gerne. Also es gibt zwei grobe Bereiche. Es gibt diese iShares, das sind die ganzen ETFs, aber da gehören auch die Fonds tatsächlich dazu. Es gibt, also BlackRock hat auch ein Fondsgeschäft. ETFs sind ja Fonds, Exchange-Traded Fonds. Einziger Unterschied ist, früher, nenne ich es mal in Anführungszeichen, früher, TM, vor 20 Jahren war es so, man hat in so einen geschlossenen Fonds investiert, typischerweise so einen Schiffsfonds, die sind ja da explodiert in Deutschland, oder auch diese nachhaltigen Fonds, die sind auch explodiert, also gegen Null gegangen sehr schnell. Da waren Anleger, sage ich mal, gearscht, weil sie haben die gekauft und konnten sie einfach nie wieder verkaufen. Die Leute, die Brookfield Renewable Aktie haben, die wissen, wovon ich spreche. Die konnte man ja auch kaufen und war dann einfach nicht mehr handelbar. Oder alle deutschen Investoren, die Schweizer Aktien hatten, die ja jetzt auch nicht mehr in Deutschland handelbar sind. Und das ist einfach ein sehr ungutes Gefühl, wenn du zwar was besitzt, aber nicht mehr verkaufen kannst. Und dann kam diese Disruption vor 30, 40 Jahren ums Eck, eigentlich von Vanguard erfunden, aber von BlackRock einfach besser umgesetzt, dass man alle Fonds, die es so gibt, warum macht man die nicht einfach an der Börse handelbar, so wie Aktien? Und da auch eine persönliche Note von mir. Ich persönlich glaube auch, dass alles, was online, also an der Börse handelbar sein kann, das wird auch an der Börse handelbar sein. Wir sehen das auch schon bei sowas wie bei Sneakers, bei StockX zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich, das ist so ein Sneaker-Reselling-Marktplatz, wo aber nicht, es funktioniert wie eBay, wo man gegeneinander jeder sein eigenes Produkt einstellt, sondern wo es einen Sneaker gibt, so den Adidas so und so, ich kenne mich eigentlich gar nicht so gut aus in Sneakers, und dann hat praktisch jeder einzelne Sneaker von Nike, von Adidas, von Louis Vuitton einen Preis. Und das ist einfach das Schöne. Und ich glaube, dass sich noch viel mehr Produkte auch, also wirklich so gut wie alle Produkte, zu einem digitalen Marktplatz entwickelt werden. Und BlackRock hat es sehr, sehr gut umgesetzt bei Fonds. Man muss dazu sagen, dass das meiste einfach sehr, sehr simple, ich nenne es jetzt einfach mal stupide Fonds sind, also Index oder Indizes auf den S&P 500, auf den DAX, auf den Nasdaq oder auch einfach nach Marktkapitalisierung, so die Top 1000 Aktien in Amerika, nennt man ja den Russell 1000 oder die Top, es gibt auch die Top 500 Aktien in Deutschland, das ist der CDAX und noch ein paar andere Sachen. Im CDAX, wer es noch nicht gehört hat, es gibt ja diese DAX-Familie, DAX, MDAX, TecDAX, und dann gibt es auch noch zwei, drei andere, und in diesem CDAX sind alle, es ist praktisch diese gesamte DAX-Familie, ich glaube, da sind knapp 300, 350 Aktien drin. Und das ist im Grunde, was BlackRock einfach unglaublich gut umgesetzt hat, und das kam bei den Privatanlegern auch super um, denn
uns kommt das Leben ja auch immer sehr, sehr kurz vor. Ich meine, ich bin 26, du bist, ich glaube, 30 oder kurz über 30. Oh, danke. Oder du siehst aus wie 30. Es ist ja, also die Welt in der Finanzbranche hat sich, wenn man sich mal 10, 20, 30 Jahre ansieht, schon unglaublich stark entwickelt. In Deutschland gibt es ja auch dieses Sentiment oder dieses Stigma, in Aktien, da investieren nur Reiche. Oder wenn du kein Millionär bist, das brauchst du dir gar nicht ansehen, mein Freund. Ja. Also in meiner Generation jetzt nicht mehr so, aber meine Eltern doch, definitiv. Und das stimmt auch, aber das stimmt nicht in der Realität, in der wir leben, sondern in der Realität von, ich würde sagen, 1950, 1960, da hat es Sinn gemacht, weil da gab es noch keine ETFs. Und wenn du Aktien kaufen wolltest, dann hast du nicht deinen Online-Broker verwendet, sondern du hast bei deinem Bankberater angerufen und jedes Mal, wenn es klingelt, waren direkt 5.000 Euro weg, weil die lassen sich das natürlich extrem gut vergüten. Na gut, 5.000 vielleicht nicht unbedingt, aber es war sehr teuer, ja. Kommt drauf an, welche Beträge du investierst, ist klar. Also aber ja. Das ist kein Verhältnis zu den 5 Euro, die du heute bei Comdirect siehst. Also eigentlich, uns kommt es nicht mehr so vor, aber Comdirect und Consors, das war eine gigantische Disruption vor 20, 30 Jahren, so ähnlich wie sie jetzt Robin Hood macht. Oder diese klar, also im Endeffekt ist es ja jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo sozusagen die klassischen Online-Broker gerade selber disruptiert werden durch die sogenannten Neo-Broker, wie in den USA, Robinhood oder eben hierzulande die entsprechenden deutschen Anbieter. Ja. Das ist im Grunde die Revolution, die iShares auf die nächste Liga gebracht hat. Jetzt kann jeder für 25 Euro in den S&P 500 investieren, wo 505 Einzelaktien drin sind, also 505 Wertpapiere, die 500 Aktien zugehörig sind. Alphabet hat ja 2 Aktien, A und C, und es gibt noch 4 andere, die auch 2 Aktien haben. Und das wäre vor 10, 20 Jahren noch wirklich unvorstellbar gewesen. Deshalb ist iShares auch so gut angekommen. Die haben über 800 verschiedene ETFs. Und wenn ihr in BlackRock investiert seid, dann solltet ihr immer schauen, diese ETFs, das erste Wort von dem ETF ist ja immer der Hersteller oder der Herausgeber. Und bei BlackRock ist es iShares, aber es gibt auch von Comdirect, heißen sie, glaube ich, Comstage. Oder DSW. Nee, nicht diese von der deutschen. Comstage sind, glaube ich, ursprünglich Commerzbank, ja. Und jetzt gehört die Comdirect, ist ja sowieso eine Marke der Commerzbank, immer ganz wichtig jetzt mit dazu zu sagen. Und sonst werden die sauer. was ist noch sehr wichtig? Dass BlackRock mit einer unglaublichen Transparenz und Freiheit von Interessenskonflikten agiert. Das heißt, früher, man kann ja auch immer noch in Fonds investieren. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr gute Fonds, wie ARK Invest, die haben super spannende Ideen. Diese Cathie Woods, die ja auch Tesla und Square und viele, viele andere Aktien schon vor 5, 6 Jahren entdeckt hat und immer schon gesagt hat, ja, das sind die neuen Sachen, diese disruptiven Fonds. Aber letztendlich, und das sieht man auch bei ARK Invest wunderschön, du und ich, wir bekommen es auch schon teilweise zu spüren, wenn man in den Fonds investiert, dann investierst du in den Fondsmanager. Das heißt, du investierst, wenn dann in diesen im professionellen Bereich nennt man diesen, hat dieser Fondsmanager Alpha-Skill, also Alpha bezeichnet ja die Überrendite, und hat Cathie Woods Alpha-Skill oder Dirk Müller hat der Alpha-Skill. Aber das muss man einfach wissen, wenn man in den Fonds investiert, investierst du in die Person und vertraust dieser absolut und sagst dann, hier sind meine 1.000, 10.000 Euro, mach was immer du willst und dann geht's gut oder nicht. Aber am Schluss investierst du bei Fonds in die Person, das ist das Entscheidende. Und bei BlackRock eben nicht, ne? Ja. Genau, bei BlackRock eben nicht. Aber das ist eben auch so, also ich sehe, ja, einerseits kannst du sagen, die bilden das meiste ja über die passiven Indizes ab, ja? Genau. Aber andererseits ist es natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, es ist 100% irgendwie interessenkonfliktsfrei und das, glaube ich, ist kein Geschäft auf der gesamten Welt, ja. Also auch ein Gerd Kommer zum Beispiel sagt ja, es ist total einfach zu investieren in ETFs, mach das und trotzdem hat er dann eine eigene Vermögensverwaltung noch, wo man sich fragt, warum braucht man die, ja. Das heißt, ich würde jetzt sagen, bei BlackRock, du kannst natürlich es dir auch so hinbiegen, dass du sagst, okay, pass mal auf, wir haben jetzt diese massive Innovation damals angestoßen, aber nicht durch BlackRock, muss man ehrlicherweise, freundlicherweise sagen, sondern eben durch Vanguard, ja. Und wir bringen die Kosten für die Anleger immer weiter runter, attracten dadurch natürlich immer mehr Kapital, aber was jetzt den Verdienst daran angeht, ja, wenn du halt nur noch 0,x oder 0,0x%
an einem Produkt verdienst. Ja? Ich erinnere mich ganz gut an die Szene von The Founder, wo der in der Bank sitzt und halt so streitet mit dem Clerk, also mit dem Bankangestellten, und dann der andere so zuhört und ihm erklärt, warum das McDonald's-Geschäftsmodell so ihm niemals wirklich viel Rendite bringen wird, wenn er irgendwie 1 Cent pro Burger verdient und er die Immobilien... Ja. So, und so ist es ja halt ein bisschen bei BlackRock. Das heißt, die verdienen natürlich dann anteilig an dem verwalteten Vermögen. Für sie ist das große Ziel, so viel Vermögen wie möglich anzuziehen, damit sie es verwalten können, weil desto mehr verdienen sie. Aber sie haben natürlich schon die Möglichkeit auch zu sagen, hey, lasst uns doch nochmal den Clean Energy Index machen oder lasst uns doch noch den und den Index machen und jetzt hier noch den und den, weil du hast es ja gerade selber gesagt, 800 verschiedene ETFs. Ja. Ja. Und da haben sie natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, hier für einen alternativen Index ETF, der jetzt zum Beispiel auch für uns schwieriger abzubilden ist in der Praxis, da sind eben dann die Kosten auch für den jeweiligen Anleger etwas höher. Ja? Ich will das jetzt nicht als Interessenkonflikt oder so bezeichnen. Ich will nur sagen, am Ende des Tages ist jeder ein Geschäftsmann und will Geld verdienen. Und wenn man sich jetzt auch, und da war ich ziemlich erstaunt, die Margen anguckt von BlackRock, die sind erstaunlich hoch. Ja? Und deswegen, ich habe dir gerade die Berechtigung gegeben, du kannst gerne auch mal deinen Bildschirm zeigen und so ein paar Zahlen vielleicht mal von BlackRock auch gerne hier wiedergeben, dass man eben auch mal sieht, dass sie auch ganz gut Geld verdienen mit dem, was sie machen. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich schaue mal kurz, wie das geht. Also jetzt solltet ihr den Bildschirm sehen. Das ist die Analyse. Hier haben wir die Sachen bei Factset. Hier sieht man, vor allem das Wachstum. Die EBIT-Margen sind hier unten bei 40%, 40,7% im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Das sieht man auch bei alle Aktien quantitativ. Wer es noch nicht kennt, einfach ist komplett kostenlos. alleaktien.de/quantitativ. Hashtag Werbung natürlich auch. ja, man muss einfach so ehrlich sein heutzutage. Und wenn ihr dann hier oben BlackRock eingebt, dann findet ihr hier auch den Umsatz und die Margen. Also die Bruttomarge ist jetzt noch nicht so relevant, auch wenn die natürlich bei 80% liegt. Aber die EBIT-Marge, auf die habe ich vor allem geschaut, liegt bei knapp 40%. Mhm. Und die ist auch relativ konstant, wenn du hier mal 10 Jahre zurückschaust. Man hat sogar eher das Gefühl, aber ich sage bewusst Gefühl, es steigt eher. Aber es ist ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Bei einem instabilen würdest du so zum Beispiel merken, die waren mal bei 60% die EBIT-Marge und die crasht richtig krass nach unten. Das wäre ein starkes Indiz, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass die gerade von jemand anderen disruptiert werden. Aber die sind relativ hoch. Und da sind wir auch schon bei zwei sehr, sehr spannenden Punkten, Kolja. Das erste ist dieses Economy of Scale. BlackRock schafft es, weil alles andere, 800 ETFs, klingt viel, aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so viel. Und für einen Konzern, der 115 Milliarden wert ist und 7,8 Billionen US-Dollar verwaltet, und da sind es einfach Fixkosten, wie du baust einmal eine Immobilie oder du stellst einmal einen Telefonmast auf und vertickst dann hunderte, tausende, zehntausende Mobilfunkverträge. Ja. Ganz genau das Gleiche. Und von dem her ist es schon sehr, sehr nachvollziehbar. Es gibt aber ich wette mit Larry Fink, auch wenn ich ihn natürlich noch nie getroffen habe, das ist die schwierigste strategische Frage bei iShares. Folgende. Wie sollten wir die Gebühren setzen? Die durchschnittlichen Gebühren bei iShares liegen bei 0,4%. Das ist ziemlich hoch. Es gibt einen S&P 500 ETFs. Die günstigsten so in Deutschland sind bei, ich würde sagen, 0,1 bis 0,2. Das gibt, also die günstigsten ETFs sind aber nur so diese absoluten Standardsachen. S&P 500, MSCI World. Genau. In Amerika macht Vanguard übrigens alles auch kostenlos. Also Vanguard, zumindest nicht alles, aber die Größen, diese MSCI World, S&P 500, Nasdaq sind bei Vanguard in Amerika kostenlos. Also aus reiner Nutzersicht wäre Vanguard besser. Ich habe mir das auch mal angesehen in diesem einen Jahr, als ich in San Francisco gelebt habe. Aber BlackRock hat einfach mehr Zugang und bessere Kontakte zu den ganzen Brokern, zu den anderen Banken, weil sie auch einfach profitabler arbeiten können als Vanguard, weil sie ja kein komplett kostenloses Produkt rausgeben. Kurzer Ausschweif zu Vanguard. Wie machen die dann überhaupt Geld, wenn sie alles kostenlos rausticken? Die sind im Grunde, ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber eine Unternehmensberatung. Das heißt, die beraten dann die Institutionellen, die Pensionskassen, die Regierungen,
Da haben sie einerseits das Beratungsgeschäft und dann, wenn die zum Beispiel eigene Sachen auflegen wollen. Aber für Privatanleger macht Vanguard alles kostenlos und das ist sehr sympathisch. Bei BlackRock ist jetzt diese wichtigste strategische Frage aus meiner Sicht für Larry Fink. Was ist denn der optimale ETF-Preis? Sollten wir die auf durchschnittlich von 0,4 auf 0,1 runterdrücken? Oder sollten wir versuchen, jetzt Geld verdienen? Weil wir sind die Größten. Wir haben 40% Marktanteil, was sehr, sehr viel ist in meinen Augen. Und Vanguard hat übrigens 25. Das ist die Nummer 2. Weil der Punkt ist halt, wenn du die Preise jetzt um, sagen wir mal, 2-5% pro Jahr anhebst, das wird niemand merken. Vor allem nicht die Privatanleger. Die haben einmal den ETF gekauft. Die lassen ihn liegen, den lassen ihn liegen, die lassen ihn 10 Jahre liegen. Das ist ja genau der Sinn, warum man den ETF kauft, dass man nicht ständig reinschauen muss und in die Aktien und deinvestieren und neu investieren. Aber das macht BlackRock natürlich jetzt auch sehr einfach. Die dürfen nämlich unangekündigt, die müssen dir keine E-Mail schreiben, keine Post schicken, die Preise für die ETFs erhöhen. Und das, ja, das ist halt die eine Option, weil das wäre einfach ein sehr, sehr einfacher Weg, um den Umsatz und den Gewinn zu erhöhen. Das ist aber natürlich, könnte man sagen, nicht die sauberste Variante. Und die zweite Variante ist, wir bieten das gleiche Produkt immer günstiger und günstiger an, dann würde aber der Umsatz und der Gewinn auch stark leiden. Mhm. Und es gibt ein unglaubliches Buch, das haben wir uns auch beide angesehen, Colli, als wir letztes Jahr bei der Berkshire Hathaway Hauptversammlung waren. Mhm. Das heißt, wo sind die Yachten der Kunden? Oder auf Englisch, where are the customer's yachts? Ja. Ich habe das auch damals gekauft für 10, 15 US-Dollar. Sehr kurzes Buch, kann ich jedem wirklich auch ans Herz legen. Ich glaube, das gibt es auch in Deutsch. Ist wirklich nicht teuer, 10 Dollar oder so. Und sehr kurz, 30 Seiten oder so. Das kann man mal bei einem schaumigen Cappuccino lesen oder so. Und da geht es im Grunde um nichts anderes, als dass man sagt, da steht im Grunde in einem Satz drin, erst werden die ETF und Fondsbranche disruptiert und am Schluss ist es alles so same shit, different day. Also der gleiche Scheiß, aber ein anderer Tag in der Zukunft. Aktuell ist der Hype ETF und es ist das Geilste und man sollte in das investieren und 10, 20 Jahre halten und dann bist du ausgesorgt und perfekt. Ja. ETFs sind so die neue Rente oder die gefühlt. Tatsächlich ist es aber, und das ist in dem Buch beschrieben, dass es eben 100 Jahre zurückschaut, was sehr, sehr wenige Bücher machen. Und früher hieß es Mutual Funds, also erst gab es halt gar keine Fonds, dann gab es so Mutual Funds, hieß es in Englisch. Die haben auch die Gebühren extrem runtergesenkt und dann aber peu à peu wieder erhöht und erhöht und erhöht. Und irgendwann waren wir dann schon wieder bei so einem normaler ETF bei 1% Gebühr. Dann, das war in den 30er, 40er Jahren, kam der nächste Unternehmer, der hatte die gleiche Idee wie Larry Fink. Und zwar, wir disruptieren das und wir nennen es nicht Mutual Funds, sondern wir nennen es, ich glaube, Community Funds oder irgendwie anders Funds. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hatten das gleiche Konzept, wieder komplett einfach zu investieren, viel, viel billiger. Auf Deutsch Publikumsfonds quasi so. Ja? Genau. Ja. Und vor 40 Jahren ist dann eben der Exchange Traded Fund gekommen, wieder mit dem gleichen Konzept. Anderer Name, gleiches Konzept, erstmal komplett disruptieren die Branche, unglaublich viele Assets under Management einsammeln, 7,8 Billionen habe ich mir hier notiert, hat BlackRock Tag heute und dann nach und nach wieder die Gebühren erhöhen und dann 0,4% durchschnittlich ist jetzt noch nicht so viel, aber wenn die mal wirklich in Richtung 0,8 gehen, dann ist die Frage, Collia, sollten wir nicht sowas gründen, dann nennen wir das Collia's Traded Funds und starten wieder mit 0,1% Gebühr und holen uns die ganzen Assets under Management. Ja. Also was ich sagen will, das ist dieses Rollierende. Ja, bei Amazon ist es übrigens das Gleiche. Amazon galten sehr, sehr lang als die günstigsten, so in den 2008er, 2010er Jahren. Die hatten bei allem das günstigste Produkt, haben auch extrem unprofitabel gearbeitet. Amazon Web Services und die Investorengelder haben geregelt. Und jetzt haben sie immer stärker die Preise erhöht. Und Amazon ist bei weitem nicht mehr das günstigste, wenn du so Standardprodukte kaufst, Yogamatten, USB-Stecker. Das gibt es alles auch bei anderen Plattformen viel, viel günstiger. Und nur so konnte ja jemand wie Wish.com oder eBay oder Shopify auch so erfolgreich werden. Weil das Konzept ist immer das Gleiche. Du versuchst erst die Marktmacht zu gewinnen, das Monopol. Die Leute denken gar nicht mehr nach, sondern sie wissen, wenn ich was brauche, gehe ich zu Amazon, wenn ich was brauche, gehe ich zu eBay und man vergleicht die Preise gar nicht mehr. Und wieder, das ist halt einerseits sehr gut für Amazon, weil das ganze Geschäftsmodell basiert ja auch da drauf, aber auch gut für die anderen Unternehmer, weil jetzt ist wieder die Chance da, dass ein anderes Unternehmen Milliarden einsammelt und die gleiche Amazon-Strategie wieder fährt mit den günstigsten Preisen. Ja.
ähnlich wie bei Wish. Also es ist ein endlos rollierendes System, wenn man das so auf, das ist jetzt wirklich schon eine sehr abstrakte Ebene über Unternehmertum und Investments. Ja, wow, aber es ist natürlich eine wichtige Frage, weil ich als Investor muss mir immer überlegen, wie viele weitere Billionen kommen denn in den nächsten Jahren noch dazu, und um weiteres Wachstum für die Firma selber zu kreieren. Und hat natürlich jede Preisanhebung natürlich auch potenziell Konsequenzen auf das verwaltete Kapital. Weil ich denke schon, dass auch Privatanleger ziemlich genau mittlerweile gucken auf die Kosten und alles abgleichen, was ja unter anderem auch an den entsprechenden Berichterstattern liegt, die eben ständig über irgendwelche neuen ETFs und Angebote und Kostenerhöhungen berichten. Ja. Und ich glaube nicht, dass man einfach infinitiv die Preise anheben kann und jeder das einfach dann so mitschluckt. Ja. Also ich habe mich zum Beispiel auch von einigen ETFs einfach direkt getrennt, weil es mir auf den Sack ging, dass sie halt rund um die Uhr einfach von ausschüttend auf thesaurierend und hin und her geswitcht haben, sodass ich immer wieder quasi meine ursprüngliche Strategie anpassen musste, also in Form von, dass ich halt auf andere ETFs umsteige, ja. Und dann habe ich halt mehr und mehr irgendwann wieder gesagt, wisst ihr was, ich kaufe einfach Berkshire Hathaway und das ist mein ETF, ja. Da habe ich nämlich nicht diese 0,x% im Jahr an Gebühren. Das heißt, ich glaube nicht, dass man immer weiter die Kosten anheben kann. Und da muss man natürlich sich schon irgendwann die Frage stellen, woher soll zukünftiges Wachstum kommen? Die sind natürlich auch immer so direkt korreliert mit dem Wirtschaftswachstum und mit dem zu verwaltenden Kapital. Aber wenn man sich das Unternehmen anschaut, sieht man tatsächlich, die sind sehr stabil in ihrem, ich würde mal sagen, Peter Lynch würde sagen, es ist so eine Art Slow Grower. Die haben in den letzten 5 Jahren, glaube ich, durchschnittlich um 7-8% den Umsatz steigern können. Genau. 7-8% wachsen die so im Jahr, genau. Genau, und es gibt aber, und wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Unternehmen angucke und würde ich das kaufen, dann würde ich ja sagen, pass mal auf, eigentlich kaufst du ja als Privatanleger das Produkt von BlackRock bei einer Bank, ja? Ja. Und das heißt, du hast einerseits die Verbindung zwischen dir und dem ETF-Produkt und es gibt aber zusätzlich immer noch auch die Verbindung zwischen BlackRock und dem jeweiligen Broker, wo du arbeitest, wo du dein Konto hast. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Kundenangebots-Nachfragesituationen. Das muss man als Aktionär ja auch immer jeweils bewerten. Und ich finde auch solche Unternehmen wie in Amerika Charles Schwab interessant. Das ja jetzt nicht auf dieser breiten Front wie BlackRock die ETFs veröffentlicht und die Indizes, die zwar auch Vermögensverwaltung machen, die aber ja noch mit diesem Tochterunternehmen eben einen eigenen Broker mitsamt Brokergeschäft haben, wo sie natürlich auch den direkten Zugang zu den Kunden haben. Und obwohl wir jetzt natürlich mit Robinhood, ich glaube, die haben über 13 Millionen US-Kunden schon, natürlich massive Konkurrenz bekommen haben, ist Charles Schwab hier auch etwas stärker sogar gewachsen als BlackRock in den letzten Jahren und haben jetzt die gleiche Marktkapitalisierung. Und da kann man sich dieses Unternehmen auch gerne mal anschauen, wenn man diese Aktien analysiert. Ja. Ja. Charles Schwab war einer der ersten Disruptoren übrigens, die dieses moderne Online-Banking eingeführt haben. Das waren die ersten, die Aktien kaufen für 5 Euro flat gemacht haben. Vorher waren die Gebühren, also vor Charles Schwab, waren die immer zwischen mindestens 50 US-Dollar, tendenziell viel höher noch. Und das ist, wie übrigens Charles Schwab so eine riesige Firma wurde. Und das, dass sie, die machen auch noch, also die machen hauptsächlich Online-Brokerage, mittlerweile ist es aber auch kostenlos. Also die 4 größten Broker Amerikas, die haben vor circa einem Jahr alle Robin Hood gleichgezogen und haben Aktienkäufe komplett kostenlos gemacht. Das ist der neue Standard in Amerika schon. Auch bei JP Morgan zum Beispiel, Wells Fargo, da ist Aktienkaufen überall 0,00 Euro und auch wirklich an der echten Börse. Das werden wir in Deutschland auch noch erleben in ein paar Jahren. Und Charles Schwab, man investiert einfach in ein sehr anderes Geschäftsmodell. Also es ist in erster Linie ein Broker und in zweiter Linie ein traditioneller Vermögensverwalter, so würde ich das beschreiben, so wie man auch einen bei UBS bekommt, wo ich ja vorher war oder vorher gearbeitet habe. Das heißt, du bekommst eine Person zugeordnet, man bespricht deine Details, also was sind deine Ziele, wie viele, was für sonstiges Vermögen hast du, Immobilien und. Und dann wird eine saubere Strategie aufgemacht. Und ja, das ist, was Charles Schwab auch noch macht mittlerweile. Es ist auch sehr, sehr reguliert. Es lohnt sich, so ab 200 Millionen
Vermögen oder ab 200 Millionen verwaltetes Vermögen macht es übrigens auch circa Sinn, eine eigene Vermögensverwaltung zu gründen, von den Kosten her und der Regulierung. Es ist ja sehr streng reguliert. Ja. Aber man investiert vorher in ein anderes Geschäftsmodell. Ja, das, genau. Das ist nämlich das Schöne. Vermögensverwalter gibt es im Grunde wie Sand am Meer. Das weißt du ja selbst, es gibt unglaublich viele unabhängige Vermögensverwalter, es gibt jede Sparkasse, jede Volksbank macht Vermögensverwaltung und auch die ganzen Großen machen professionelle Vermögensverwaltung. Wenn du 500.000 oder ab einer Million Euro Vermögen hast, das zur Bank bringst, dann beraten die dich liebend gerne. Gar kein Problem. Wo es aber sehr, sehr wenige Spieler gibt, ist in diesen ETF-Anbietern. Da gibt es drei große, BlackRock mit 40% Marktanteil, dann gibt es Vanguard mit 26% und State Street mit 16%. Also insgesamt machen die schon 70% circa aus, haben dadurch natürlich viel, viel mehr Macht und gleichzeitig auch weniger Arbeit, weil sie ja keine persönliche Beratung machen müssen. Das Hauptgeschäftsmodell ist wirklich, da steht ja BlackRock, erwirtschaftet Umsätze mit Vorgebühren und Portfolio-Management-Software. Und das ist wirklich auch die Essenz von BlackRock. 82 sind diese Base- und Performance-Fees. Bei ETFs ist es nur diese Grundgebühr, diese Total Exchange oder Total Expense Ratio, TER. Bei den Fonds gibt es immer noch eine Performance-Fee, in der Regel bei 20%. Das heißt, wenn der Fonds 100% Rendite macht, dann bekommt der Fondsmanager oder BlackRock 20% davon. Und diese 9%, das sind diese Technology Services, das ist der Bereich, der am schnellsten wächst. Die haben dann eine Risiko- oder Risk-Management-Software, nennt sich das, Portfolio-Management und Risikosoftware-Management-Software, die heißt Aladdin, ist auch sehr bekannt, hier steht's. Und die kam zum Beispiel 2008 in den Einsatz, um dieses komplette Chaos der Banken aufzuklären, und zwar im Auftrag der US-Regierung. Mhm. Ja. War BlackRock beauftragt, als unabhängiger Dienstleister in all diese Banken reinzuschauen, JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Bear Stearns natürlich und Lehman Brothers. Was ist da eigentlich los bei euren Portfolios? Weil die wussten selbst nicht, was da los ist und wie risikoreich das war, wie viele Ausfälle es gibt. Und BlackRock hat da diese Aladdin-Software, die hatten die schon vorher, ein paar Jahre vorher, in den 2000er Jahren schon, also 8 Jahre vorher entwickelt. Aber da wurde die richtig bekannt. Und diese Aladdin-Software überwacht mittlerweile mehr als 10% des weltweiten Vermögens. Und dann gibt es ja auch noch diesen Bereich von Wertpapierleihe und Verleihe. Das machen die ja auch. Aber da geben sie, glaube ich, auch einen Anteil immer an die Anleger und Halter der Fonds weiter. Ja, da nehmen sie jetzt nicht alles für sich. Das wird einfach von den Gebühren abgezogen. Ja. Also man könnte auch sagen, bei BlackRock ist es aber jetzt, wenn man ganz ehrlich und authentisch ist, wahrscheinlich nicht richtig, auch wenn die keine Wertpapierleihe machen würden, werden die noch super profitabel. Ja. Das wollte ich noch kurz erklären. Dann gehe ich zudem ein mit der Wertpapierleihe und den Kosten. ETFs werden genau wie Aktien auch auf zwei Märkten gehandelt. Also es gibt auch bei ETFs einen IPO. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt einen Fondsmanager oder einen Verantwortlichen bei BlackRock, der sagt zum Beispiel, Indonesien ist jetzt super, hat sich super entwickelt. Lass uns einen Indonesien-ETF machen. Gibt es noch nicht. Vanguard hat den vor einer Woche auch aufgelegt. Da müssen wir jetzt nachziehen. Das ist so eine ganz typische Entscheidungsfindung bei einer Bank. Ich kenne das ja. Man muss da immer schnell kopieren. Und dann funktioniert es so, es gibt da diese zwei, es gibt wie bei Aktien den Primärmarkt links und rechts den Sekundärmarkt. Hier ist BlackRock, hier links unten der ETF-Anbieter. Der sammelt natürlich erst das Geld ein von diesen autorisierten Teilnehmern. Das sind häufig Banken oder andere Großaktionäre. Das heißt, die überweisen die hunderte Millionen. Und BlackRock investiert das Geld dann in das, was sie kaufen wollen an der Börse, an der indonesischen Börse zum Beispiel. Wenn es ein indonesischer Börsen-ETF ist, logischerweise. Und diese autorisierten Teilnehmer verkaufen dann diese, weil am Anfang sind diese ETFs halt normale Fonds, die noch nicht exchange-traded sind. Autorisierte Teilnehmer verkauft das, bringt das dann erst an die tatsächliche öffentliche Börse, wo wir als Privatanleger, als Investor kaufen und dann untereinander handeln können. Also das hier ist im Grunde ein geschlossenes System und links ist auch ein geschlossenes System. Wobei so ist, diese autorisierten Teilnehmer, die sind ja in ständigen Austausch. Aber damit BlackRock nicht immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich 25 Euro nach investiere, ist dieser autorisierte Teilnehmer dazwischen, der dann das Geld einfach mal kurz lagert, ein paar Wochen, Monate. Meistens sind es aber wirklich nur Wochen. Und wenn dann wieder 100 Millionen zusammengekommen sind, dann gibt es eine Überweisung und ein Investment. So kommt ja auch dieser Spread dann zustande, den wir alle kennen und lieben, sage ich mal. Sehr, wir lieben ihn. Wahrscheinlich. Und genau wie die Volatilität, die lieben wir noch mehr. Genau.
Ja, also ich denke, das Ganze entwickelt sich, also wir sind immer noch in der Steinzeit, das ist klar. Das wird noch alles viel digitaler, sodass wenn jemand von uns 25 Euro in den ETF investiert, dass es dann auch das Geld auch sofort auch investiert wird. Aktuell wird es noch ein paar Wochen zwischengelagert. Und so sieht es dann mit den Gebühren aus. ETF-Anbieter ist BlackRock und diese Kosten lauern da für uns Anleger so. Es gibt diese Wertpapierleihe, es gibt die Total Expense Ratio, Rebalancing-Kosten. Wenn sich Tesla wieder mal verzehnfacht, dann muss ein bisschen Tesla verkauft werden, damit es halt der S&P 500 weiterhin stimmt. Die Spreads, die Brokergebühren und die Steuern. Mhm. Aber zu BlackRock geht wirklich nur diese Total Expense Ratio und alles andere. Das sind zwar Kosten, aber ich würde es so als latente Kosten bezeichnen, weil BlackRock hat ja nichts davon. Wenn es dann Spread gibt oder Rebalancing-Kosten. Das sind im Grunde auch Kosten, die BlackRock hat. Weißt du, was ich ganz interessant finde, um jetzt auch mal auf Chancen und Risiken einzugehen von BlackRock? Du hast ja auch die ARK-ETFs erwähnt. Ja? Und ich finde das immer so interessant. Alle, auch auf YouTube gibt es viele US-amerikanische YouTuber, die in höchsten Tönen loben und sozusagen jedes Mal, wenn sie auf Toilette geht, alles direkt verfolgen und sofort Videos dazu machen. Und sie wird überall als die neue Warren Buffett quasi anersehen. Und wenn man das mal so sich anschaut, dann ist das eigentlich ein recht großes, flächendeckendes Performance-Chasing, was der Markt auch immer wieder macht. Und da, das ist zum Teil in jedem von uns ein bisschen drin. Ja? Also wir merken, irgendwo steigt was. Das Interesse steigt dadurch, es wird darüber berichtet, ja, und dadurch wollen mehr Leute da mitmachen. Das kannst du beim Bitcoin sehen, das kannst du bei eben diesen erfolgreichen Fondsmanagern sehen, ja. Wenn die ARK-ETFs den Markt jetzt in den letzten 3 Jahren komplett underperformed hätten, ja, dann würde keiner über Cathie Woods reden und keiner über ihre tollen Ideen zu Tesla und anderen Sachen. Es geht einfach nur darum, sie macht krasse Überrendite, und alle interessieren sich dafür. Und ich würde deswegen auch unter Umständen in ihre Ideen, wenn ich jetzt das analysiere, zum Beispiel mal einen kleinen Teil meines Vermögens investieren. Vielleicht investiere ich in diesen Space-ETF, den sie jetzt demnächst ja auflegen will. Aber ich würde zum Beispiel selber als Investor niemals Aktien von ARK Invest kaufen, wenn es die an der Börse gibt, weiß ich gar nicht. Und sondern immer von BlackRock. Und weißt du auch warum? Weil die BlackRock hat nicht dieses Problem, wie eben das ARK Invest Unternehmen, dass sie immer abhängig sind von ihrer Performance. Weil genauso, das ist das klassische Problem eines erfolgreichen Fonds und eines Fondsmanagers. Je erfolgreicher er wird, desto mehr Kapital zieht er an, desto schwieriger wird es auf Dauer, die Outperformance aufrechtzuerhalten. Je länger es dauert, desto schwächer wird also die Performance und desto mehr wird irgendein anderer ETF oder ein anderer Fonds wieder outperformen, der kleiner ist und dann wird Kapital wieder irgendwann rausfließen. Ja? Und BlackRock hat genau dieses Problem eben nicht. Die brauchen auch gar nicht in diese ganze extreme Brainpower investieren, so was Stockpicking und Market Timing angeht, sondern die müssen eigentlich nur in die Software investieren, die sozusagen das Rebalancing macht und die halt sozusagen den Markt im Auge behält. Aber was sozusagen das weitere Volumen des Kapitals und so weiter angeht, haben die einfach ein viel besseres Geschäftsmodell, was langfristig jetzt die Stabilität betrifft. Ja, du bräuchtest im Endeffekt, wenn du jetzt bei ARK ETFs als Investor in das Unternehmen investierst und nicht in einzelne Produkte von denen, bräuchtest du halt echt so die Gewissheit, dass es diese Frau oder deren Mitarbeiter auf Dauer immer wieder schafft, einzelne Produkte rauszubringen, die immer wieder aufs neue Überperformance erzielen und dass die anderen ETFs, die sie bereits hat, auch weiter wachsen und wachsen und wachsen, was Capital Inflow angeht. Ja. Und da würde ich viel sicherer schlafen, wenn ich BlackRock hätte, weil ich einfach weiß, ich bin da in die verdienen sozusagen am Gesamtwachstum der Wirtschaft, ja. Und das ist schon geil. Ja, man muss auch sagen, ARK Invest, die gibt es auch einfach noch nicht so lange. Ich glaube, maximal 5 Jahre würde ich jetzt schätzen. Und es gibt sehr, sehr viele Fondsmanager, die in 5 Jahren eine krasse Überrendite hatten oder die sowas wie Tesla gefunden haben oder Square. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, ARK hatte teilweise auch viel Glück. Ich glaube, die hatten zwar schon sehr, sehr viel können und haben auch sehr viel können, aber
die letzten 5 Jahre, 2016 bis 2020, bis gerade mit auch Corona hat und dem Robinhood Trading Hype, hat ihn unglaublich stark in die Karten gespielt. Das muss man auch sagen. Ja. Ich würde, bei BlackRock hast du 2 Vorteile. Du bist unglaublich gut diversifiziert und egal, wer am Schluss gewinnt oder wie es am Schluss läuft, in ETFs wird einfach investiert und die breite Masse wird in ETFs investieren und die profitieren. Man hat hier noch ein also BlackRock hat übrigens seit Börsengang 22,5% Rendite pro Jahr. Also ist fast ein Tenbagger in 10 Jahren immer gewesen und hat sich seit dem Börsengang ver-52-facht, also von 14 auf aktuell 740 US-Dollar. Man muss also nicht immer in Silicon Valley gehen, um gute Aktien zu finden. BlackRock ist in New York. Aber ja, was ich hier noch beeindruckend finde, ist, du hast es vorhin so auch latent gesagt mit die BlackRock profitiert von steigenden Märkten und man hat hier wirklich ein doppelt exponentielles Wachstum, dank genau dem, also ein E hoch X, aus dem Grund, es fließt immer mehr Kapital in BlackRock rein, so circa 5-7% zusätzliches Kapital pro Jahr und die Aktien oder die Investments, die sie halten, die steigen ja auch mit 5-10% pro Jahr, weil sich einfach, wie wir wissen, langfristig steigen Aktien. Der S&P 500 ist um 12% pro Jahr gestiegen, der MSCI World eher um 5-6% und der DAX vielleicht um 10%. Also wenn man sich wirklich lange Sachen anschaut, 50-100 Jahre in die Vergangenheit. Und dann musst du halt so sehen, sagen wir mal, bei BlackRock ändert sich jetzt gar nichts mehr. Also da kommt kein neues Geld mehr rein und es fließt aber auch nichts raus. Dann würde der Umsatz theoretisch trotzdem pro Jahr um irgendwo zwischen 5-10% steigen mit dieser Theorie. Ja, diese Theorie stimmt, weil die aber Aktien teilweise. Ja. Genau, weil die Aktien ja an sich steigen und deshalb dieses doppelt exponentielle Wachstum. Die Theorie stimmt aber nur teilweise, weil BlackRock nicht nur Aktien investiert, hier sieht man es, sondern nur zu 50% in Aktien investiert sind knapp und auch zu 27% in Anleihen, die ja weniger Rendite haben, zumindest in den letzten 30-40 Jahren. Davor war das auch mal anders, da gab es Anleihen mit 10% Rendite und Aktien. Aktien mit weniger. Aber man muss sagen, BlackRock ist schon diversifiziert. Das heißt, man wird hier keine 12% durchschnittliche Rendite haben, wie beim S&P 500 vielleicht, sondern eher sowas wie ein MSCI World. Das heißt, irgendwo bei 5-7% intrinsisches, exponentielles, zusätzliches Wachstum. Ja, sehr verständlich erklärt, super. Und die Frage ist halt auch bei potenziellen Risiken, ich meine, solange jetzt die Schleusen der Geldpressmaschinen auf dieser Welt noch so weit auf sind, werden natürlich auch noch viele Gelder in potenziell risikoreicheren Assets angelegt sein, weil es halt einfach so diesen Anlagenotstand gibt sonst. Aber wenn natürlich sich das mal irgendwann ändern sollte, könnte es halt eben sein, dass so diese Produktallokation, also wo die Leute wieder investieren wollen, sich wieder verändert. Und ich denke mal, ich habe es jetzt noch nicht genau recherchiert, aber ich denke mal, dass deren Anleihen-ETFs jetzt für sie nicht so viel, unabhängig von dem Zuwachs, der durch die darunterliegenden Anleihen im Vergleich zu Aktien natürlich weniger ist, wächst, als eben auch, dass natürlich die Kosten wahrscheinlich auch niedriger sind. Ja, also und auf somit jeden Fall, und somit als sie damit auch weniger verdienen. Also das heißt, das ist ein potenzielles Risiko, aber insgesamt sehe ich halt, abgesehen von dem großen schwarzen Schwan, den man wie immer gar nicht auf dem Schirm hat, jetzt irgendwie keine großen Probleme. Wobei es natürlich auch irgendwann regulatorische Eingriffe geben könnte, wenn jetzt das verwaltete Vermögen immer weiter anwächst. Und du weißt ja, also nur weil sie jetzt das nicht selber besitzen, heißt es ja nicht, dass jeder Politiker darauf immer auch sozusagen rational reagiert. Ja. Ja. Sehe ich genauso. Bei den Kosten ist es auch so, es gibt, das habe ich mir auch sehr genau angesehen, es gibt nur 2 Hebel, die wirklich definieren, wie profitabel ein neues Produkt ist. Das eine ist, wie viel Rendite macht das Produkt an sich? Also bei einem S&P 500 könntest du theoretisch eine höhere Gebühr verlangen als bei einer Anleihe, die 0,01% macht. Weil dann ja der Anleger sagt, okay, die Anleihe macht 0,01% Rendite und du willst 2% Gebühr. Das macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn. Dann brauche ich keinen ETF, sondern hole mir die Dinge wirklich selbst einfach. Ja. Das heißt, das eine ist die Rendite und das zweite ist die Spezifizität. Mit einem S&P 500 ETF kannst du heute keinen mehr beeindrucken. Das macht jeder. Das macht jede Bank und jeder
Also wirklich jeder. Und MSCI World auch und DAX auch. Und mit Spezifizität meine ich, was du auch vorhin schon ganz kurz angesprochen hast, ist dieses Theme Investing, was ein bisschen hochgekommen ist, oder auch nachhaltiges Investieren. Ja. Also einfach in bestimmte Themen, in einen Space Technology ETF oder 3D Printing ETF. Das ist das Zeug, das profitabel ist für BlackRock. Ob es profitabel ist für die Investoren? Meine persönliche Meinung ist, dass es, die meisten davon sind ziemlich bezweifelbar. Auch diese 3D-Printing und so oder Space Technology, was sind denn die besten Space Technology? Es gibt einfach nicht viele. Du kannst dir ein paar Zulieferer wie Boeing oder so aus den, oder Zulieferer von Boeing an sich noch aus den Nägeln ziehen, dann noch Virgin Galactic. Es ist schwierig, da auch Qualität zu finden, aber das ist auch die größte Gefahr für uns Anleger, dass wir einfach blind in einen so und so ETF investieren, ohne nachzusehen, was überhaupt eigentlich drin ist, weil häufig ist einfach auch nicht Qualität drin. Ja, zumal es ja auch ganz klar ist, dass sämtliche Outperformance über den Gesamtmarkt natürlich immer eine Form von Nullsummenspiel sein muss. Ja, das ist auch eine Sache, die man sehr häufig vergisst. Ja, weil also es kann halt nicht sein, dass eben alle Clean Energy ETFs und alle Robotik ETFs und alle Wasser ETFs alle den Markt outperformen, weil schlussendlich bildet halt jedes Produkt zusammen mit allen anderen Produkten den Gesamtmarkt. Und es ist einfach mathematisch nicht möglich, dass alle Produkte den Markt outperformen. Ja. Dann würden sie quasi sich selbst outperformen. Und deswegen bedeutet das für mich im Umkehrschluss, dass wenn du jetzt zum Beispiel noch in den Clean Energy ETF investierst, dann noch in den ETF und den ETF, das führt ja auch bei den Anlegern wiederum zu mehr Market Timing und mehr Risiko beziehungsweise mehr Stock-Picking in Form von ETF-Picking, dass es dann in diesem Spiel halt wieder halt ein Nullsummspiel ist und deswegen natürlich auch bei geringen Gebühren es für den Anleger nicht unbedingt immer vorteilhaft ist. Also man muss sich diesem Risiko bewusst sein und halt einfach wissen, dass nur weil jetzt Clean Energy oder Wasserstoff beispielsweise oder Cannabis eine Weile lang outperformt, es nicht bedeutet, dass es eben in Zukunft noch weiter outperformt, ja. Okay, aber da haben wir jetzt ziemlich viel zu BlackRock gesagt. Du kannst gerne noch von deiner Seite aus ein paar Risiken oder so nennen, aber ansonsten, denke ich mal, haben wir das Geschäftsmodell ganz gut umrissen von BlackRock, ja? Ja, ein Risiko, das ich noch sehr spannend finde, ist, wie würde ich denn als Unternehmer jetzt BlackRock disruptieren? Und ich glaube, ETFs sind einfach noch zu kompliziert. Also das Produkt ist einfach zu kompliziert. Für die Zuschauer von dir oder für euch ist es nicht zu kompliziert. Ihr wisst alle, was ETFs seid. Aber für die breite Masse, die anderen 80 Millionen Menschen in Deutschland oder die anderen 400 Millionen in Amerika, ist es einfach noch zu kompliziert. Und ich erkenne das auch in den Fragen, die ich immer halt, ist es der S&P 500 ETF, soll ich den kaufen oder den anderen S&P 500 ETF? Dann musst du Total Expense Ratio berücksichtigen und Währung und das Volumen. Und wie liquide das Ganze ist, wann es aufgelegt worden ist und noch ein paar andere Sachen. Und man muss sich da schon ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen informieren, um den richtigen ETF zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist noch nicht das perfekte Produkt für den, sage ich jetzt einfach mal, den Normal-Laie, der sagt, ich sollte was mit Finanzen machen, aber ich habe jetzt keine Zeit und auch vor allem keine Lust, mich jetzt mehr als eine Stunde im Jahr damit zu beschäftigen. Also ich kenne viele Leute, die mir das auch gesagt haben. Also alle Aktien Premium ist für die sowieso überhaupt nicht relevant, aber auch ETFs sind für die nicht relevant, weil man sich da auch sehr, man muss sich da einarbeiten und eine Lust daran finden. Ja. Und ich glaube, eine Option davon ist, was wir so schon in Amerika gesehen haben, Betterment und Wealthfront. Das Geschäftsmodell ist im Grunde so, du überweist da Geld und die investieren das dann ganz grob nach deinem Risikoprofil, aber nicht Robo-Advisor, sondern da sind halt letztendlich auch S&P 500, MSCI World und so weiter hinterlegt, aber es heißt anders, es heißt US-Aktien und das Ding hat keine ISIN oder sonst was, sondern es ist halt super basic und einfach und es ist einfach so der beste S&P 500 ETF, der für die meisten Leute am besten passt, der günstigste in der richtigen Währung, in der richtigen Liquidität. Also das finde ich noch eins der spannendsten Risiken von BlackRock, aber das wird nicht heute kommen, auch nicht in 5 Jahren. Das könnte eine Disruption in 15 Jahren sein. Ja. So gefühlt eher. Ich meine, ich wollte nur noch mal persönlich, in welche ETFs ich persönlich oder wie ich das dann persönlich handhabe. Aber nee, sag du erst.
Ja, also demgegenüber, wenn ich jetzt mir auch überlegen würde, was eine spannende Chance noch für BlackRock in Zukunft wäre, ist, ich würde als Larry Fink mit allen Staaten der Welt jetzt Zoom-Calls machen. Und ich würde sagen so, schaut euch mal Norwegen an und den norwegischen Staatsfonds. Und ich baue jetzt jedem Land, was so Erfolg haben will wie Norwegen, baue ich euch jetzt so einen Staatsfonds. Ihr gebt mir einfach jedes Jahr so 5% von eurem BIP und ich baue euch daraus den krassesten Fonds für eure Altersvorsorge, für eure Bürger und so weiter. Und in diese Richtung, dass man dahin geht, dass man eben an das ganze Geld rankommt, all der ganzen Leute, die eben keine Aktien besitzen bisher, sondern halt in irgendwelchen Versicherungen und so weiter investiert sind und nur in gesetzlichen Rentenpapieren, die ja sehr häufig Umlagemodelle sind und keine Kapitalbildung wirklich haben. Na klar gibt es auch solche, aber die sind auch zum Teil, abgesehen von Deutschland, sehr viel mehr in Aktien investiert als beispielsweise in Deutschland. Aber da kann man noch, glaube ich, sehr stark rangehen und so mehr dieses ganze Konzept von diesem Staatsfonds etablieren, ja, also wenn man jetzt in BlackRock steckt. Das ist auf jeden Fall so mein Ansatz. Ja. Okay, ja, aber ich bin fertig. Persönlich, bei BlackRock gibt es noch zwei Sachen, die hätte ich eigentlich ganz am Anfang schon sagen sollen. Es gibt auch eine Dividendenrendite von 2,2%. Und man kann BlackRock auch guten Gewissens als wirklich sehr, sehr solides Qualitätsdividendenunternehmen sehen. Man hat, die Dividende ist durchschnittlich 7-8% gewachsen und 2,2% Dividende sind auch relativ schmackhaft. Das heißt, für so einen Fall könnte es auf jeden Fall sehr spannend sein. Langfristig, also auf 10 Jahre gesehen, durchschnittlich bis zum Jahr 2031, sehe ich eine Rendite von 10-12% bei wirklich insgesamt sehr, sehr geringen Risiken durch diese super Diversifizierung über Aktien, über Anleihen weltweit in allen Ländern und diese Marke, dieses Vertrauen, das man da einfach hat. Bei meinem persönlichen Depot mache ich so, ich habe ein sogenanntes Rentnerdepot, so habe ich das einfach mal genannt, weil wenn ich mal Rentner bin, dann lebe ich von diesem Depot sozusagen. Da sind drei Sachen drin. Da ist ein S&P 500 drin, ein MSCI World und einmal ein XLK heißt das. Ich kann es mal kurz hier aufschreiben. XL und K, das ist auch ein ETF. Ich bin mir nicht mehr sicher, von wem der ist. Im Grunde ist das so ein besserer Technologie-ETF als der Nasdaq. Der Nasdaq ist ja gar keine Technologie. Nasdaq sind nur die 100 größten oder die 100 wertvollsten Firmen Amerikas, außer Finanzwerte. Und der XLK sind alle Technologiewerte aus dem S&P 500. Also da investierst du wirklich in Technologie und nicht nur in alles außer Finanzen, was ja Nasdaq 100 ist. Ja, und das sind die drei ETFs. Die sind natürlich schon eher spekulativ oder nicht spekulativ, aber risikoreich mit dem XLK und dem S&P 500. Aber das ist so dieses Set an diese drei ETFs, die ich in den nächsten 20, 30, vielleicht 50 Jahren halten werde. Solange BlackRock die Gebühren nicht erhöht zumindest. Okay, wunderbar. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier so viel gezeigt hast und so viel zu den Geschäftsmodell erklärt hast. Jetzt haben, glaube ich, nochmal eine Menge andere Privatanleger nochmal einen ganz guten Überblick darüber, was eigentlich BlackRock ist. Und dann denke ich mal, schauen wir einfach mal, welche Aktie wir als nächstes hier noch besprechen. Gibt ja immer viele zum Diskutieren. In diesem Sinne, danke dir und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.